Herzlich willkommen bei der Werdenfelsbahn im Bahnland Bayern und auch herzlich willkommen hier in Garmisch-Partenkirchen. Dort befinden wir uns mit der Baureihe 442, dem Talent 2, und dies ist der erste Regionalzug des Tages in Fahrtrichtung München, aber mit einer kleinen Besonderheit, denn Fahrgäste werden hier in Garmisch Partenkirchen nicht aufgenommen, sondern erst in Murnau, und deswegen bleiben auch die Türen verschlossen. Ja, unsere Zugspitzenbeleuchtung oder Fahrzeugspitzenbeleuchtung ZG1 erbaut der 442, dem Talent 2, ist schon mal eingeschalten, und wir können auch gleich noch die ZZA richtig einstellen, denn wir fahren heute eine Regionalbahn nach München. München Hauptbahnhof und nehmen auch im Führerstand gleich Platz. Ja, wir rüsten noch die Zugsicherungssysteme auf. Einmal die SIFA und einmal die PZB. Der Richtungswender wird in die Vorwärtsposition verlegt. Die Instrumentenbeleuchtung wird noch angeknipst. Und dann sind wir auch schon abfahrbereit. SH1 zeigt uns das Sparrhauptsignal in Hochbauform. Das heißt, wir können die Zugbremse lösen, einmal den Tempomat noch kontrollieren, perfekt. Und dann können wir auch schon die Leistung aufschalten. Die Ausfahrt hier ist mit 30 km/h gestartet. Und der Tag bricht so langsam herein über Garmisch-Partenkirchen. Des Weiteren sind wir heute mit einer Doppeltraktion unterwegs, Bombardier Talent 2, also zweimal Baureihe 442. Somit dürfen wir dann auch gleich die Geschwindigkeit auf 50 erhöhen und uns aus der Überwachung befreien. Und mit Zugschluss geht es dann hoch auf 100 Stundenkilometer. Ja, wie schon erwähnt, jetzt geht es erstmal als Leerzug bis nach Murnau und ab Murnau dann fahrplanmäßig unterwegs mit Fahrgästen an Bord. Pardon? Ja, wir haben Platz genommen im Bombardier Talent 2. Ist ein Triebzug des Herstellers Bombardier Transportation. Und Talent ist ja ein Akronym für Talboot leichter Nahverkehrstriebwagen, in dem wir heute unterwegs sind im wunderschönen Allgäu. Wir haben auch an diesem Tag Güterumleiterverkehr. Von daher ist die Strecke doch etwas voller. Ja, 23 Kilometer haben wir noch bis Murnau. Leistung können wir etwas rausnehmen, es geht nämlich leicht bergab. Ja, und die DB hat doch eine enorm große Stückzahl bestellt, nämlich 340 Stück.
Bei Abellio ist die Baureihe ebenfalls eingesetzt mit 87 Stück und wurde bis 2019 gebaut. So, KS1. Zugkreuzung hier gut über die Bühne gegangen. Und jetzt geht es dann, glaube ich, mit der Geschwindigkeit schon runter auf 60 km/h gleich. Genau, kurz vor Oberau. So, Leistung etwas rausnehmen. Und die LF-Tafel am Vorsignal hat uns das Ganze auch schon angekündigt mit der Kennziffer 6. Der Wert ist dann immer mit 10 zu multiplizieren. Und diese Geschwindigkeit ist dann auch zu fahren. Ja, auch hier wunderschön entlang der Strecke zu sehen, die ganzen Fachwerkhäuser, also in diesem klassischen Alpenstil. So, Oberau, Baureihe 101 wartet hier. Und wir dürfen die Geschwindigkeit wieder erhöhen auf 100 Stundenkilometer. Ja, die Strecke hier ist überwiegend eingleisig. Und ab Tutzing dann natürlich, beziehungsweise Starnberg, verkehrt dann auch die S-Bahn auf dem jeweiligen Gleis pro Fahrtrichtung mit. Aber überwiegend ist die Strecke erstmal bis Tutzing eingleisig. In Garmisch dann könnte man dann auch weiterfahren über die Mittenwaldbahn bis nach Innsbruck. Ja, und dann befindet man sich ja schon in Österreich und kann dann von Innsbruck natürlich auch wieder in verschiedene Richtungen weiterfahren.
So, da kommt die nächste LF-Tafel. Die hier ebenfalls Geschwindigkeitsreduzierung auf 60 ankündigt. So, Tempomat kann man dann auch wieder setzen und ein bisschen Leistung zuschalten, dass dann die Geschwindigkeit wieder gehalten wird. Die Baureihe 442 wird im deutschen Fahrzeugeinstellungsregister als Baureihen 0442. 1442, 2442, 3442, 8442 und 9442 geführt und bei der Deutschen Bahn eben als Baureihe 442, 1442, 2442 bzw. 3442. So, 60 dürfen wir fahren. So, Zugbremse sollte ich vielleicht auch noch ganz lösen. Ja, und so langsam bricht hier der Tag herein. KS1, Einfahrsignal von Oberau. Und mit Zugschuss geht es wieder hoch auf 1,10 km/h. Und die Baureihe 442, ne, ist natürlich auch in der Mosel eingesetzt, bei verschiedenen S-Bahn-Betrieben, S-Bahn Nürnberg zum Beispiel, Mittelhessen Express. Also das Einsatzgebiet ist doch recht groß, der Baureihe 442. Ja, und Höchstgeschwindigkeit sind 160 Stundenkilometer, die wir hier auf der Strecke dann auch, ich glaube nach Tutzing dann auch ausfahren können. So, jetzt geht es dann gleich runter auf 80.
Aber ich finde, der Führerstand ist recht übersichtlich. Auch so angenehm eigentlich, ja, anzuschauen auch. In der Mittelkonsole sind die Anzeigen digital gehalten, Anfahrtszugkraft, Bremskraft, Tachometer und natürlich auch die ganzen Leuchtmelder für die Zugsicherungssysteme, PZB, SIFA. Ist dann hier doch schon alles digital gehalten. So, Geschwindigkeit darf auf 120 erhöht werden. Genau, es geht aber gleich wieder runter auf 80. Das heißt, wir beschleunigen hier gar nicht groß hoch. Das würde doch wieder dementsprechend viel Energie kosten. Hier kommt nämlich schon die LF-Tafel. Kennziffer 8. Dann jetzt geht es dann gleich den Berg hinauf, der kurz vor dem Haltepunkt Murnau anzutreffen ist hier auf der Strecke. Und dann werden wir die ersten Fahrgäste aufnehmen in Murnau. Dieser Anstieg, natürlich jetzt aus Fahrtrichtung Garmisch betrachtet, ist dann zweigleisig ausgebaut. So, jetzt muss man hier ein bisschen Leistung hinzuschalten. Denn ab hier geht es richtig bergauf. Kein Problem mit dementsprechend aufgeschalteter Leistung für den Bombardier Talent 2. Und hier schön links der Mond zu sehen. Und das Vorsignal blinkt, das heißt also Langsamfahrt, vermutlich mit einer Beeinflussung. Schauen wir mal. Ja, mit dem ZS-3V auf 60 geht es runter mit der Höchstgeschwindigkeit. Und auch die Steigung verliert der Zug schon automatisch an Geschwindigkeit. Jawohl, mal kurz makrofonieren. Das nächste Signal steht auf Rot. Halt erwarten. Ja, aber die Einfahrt nach Murnau auf Gleis 2 ist frei. Thank you.
So, und hier kommt der 500-Hertz-Magnet. Und die Fahrstraße ist schon gestellt. HP1, Ausfahrsignal von Murnau. So, und Türen sind freigegeben. Rico DB, Werdenfelsbahn, Bahnland Bayern, Zeit für dich. Und dann haben wir auch schon Abfahrt. Auf die Minute pünktlich. 4.47 Uhr. Ah, da kommen natürlich schon die ersten Pendler, die zur Arbeit fahren möchten. So, Türen sind geschlossen. Schiebetritt wird eingefahren. Und dann können wir Leistung aufschalten. Vmax 25 jetzt. 500 Hertz ist aktiv. Wir begrüßen Sie in einem Zug der DP Regio nach München Hauptbahnhof und wünschen eine angenehme Fahrt. Jawohl. So, wir dürfen uns aus der Überwachung befreien. Es geht hoch auf 60 km/h. Und mit Zugschluss dann auf 110. Ja, die Anzahl der Fahrmotoren der Baureihe 442 finde ich eigentlich auch ganz spannend, denn das Ganze ist abhängig von der Version des Zuges, also ob 2 oder 3 Teiler, 4, 5 oder 6 Teiler. Wenn es ein 6 Teiler ist, dann haben wir 8 Fahrmotoren. So, der nächste Halt ist dann Uffingen am Staffelsee. Wir erreichen jetzt Uffingen am Staffelsee. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts, alles klar.
was wartet denn da Schönes? Eine Dampflokomotive. So. Und dann können wir die Türen freigeben. Dann einmal Sicherheitsblick, dass alle Fahrgäste hier aus dem Gefahrenbereich sind. Schiebetritt ist eingefahren und wir dürfen mit 140 hier ausfahren. So, geben wir mal Leistung. Aber beschleunigen tut das Ding echt gut. Auch hier natürlich noch die Strecke weiterhin eingleisig befahrbar. Und hier kommt auch schon die LF-Tafel. Es geht nämlich schon wieder runter mit der Geschwindigkeit auf 100 Stundenkilometer. Ja, auch viele Geschwindigkeitswechsel hier auf der Strecke. Und ab hier sind die 100 Stundenkilometer zu fahren. Aber eine sehr, sehr schöne Strecke, muss ich ehrlich sagen. Vor allen Dingen, man kann hier auch, wie man gerade gesehen hat, echt auch mal schnell fahren. In gewissen Streckenabschnitten. Wir erreichen jetzt Hugelfing. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. So, wir erreichen gleich Hugelfing. Höchstgeschwindigkeit wären jetzt 140, aber die brauchen wir nicht ausfahren. Wir müssen eh gleich halten.
So, die nächste Zugkreuzung. Ausstieg heute in Fahrtrichtung links. Hoho, da ist aber einer grandig. So, und dann gehen wir die Türen frei. Ausfahrt hier in Hugelfing ist auch schon gestellt. 4.58 Uhr. Ja, in aller Herrgottsfrüh ist schon der erste Regionalzug unterwegs. So, Schiebetritt ist eingefahren. Dann können wir die Leistung wieder aufschalten. Und es geht hoch wieder auf 140 Stundenkilometer. Ah, es geht auch noch leicht bergauf. Wir befinden uns jetzt beim Streckenkilometer 61.0. Auch hier, wie Sie es gehört, für das Allgäu ist die Strecke auch sehr geprägt von Gefälle und Steigungen. So, KS1. Das Ganze ist ein Hauptsignal mit Vorsignalfunktion. Und hier ist jetzt auch nochmal eine schöne Zugkreuzung oder Überholungsmöglichkeit mit einem Ausweichsgleis und einem durchgehenden Hauptgleis. Und jetzt müsste dann der nächste Halt schon Tutzing sein.
Wir erreichen jetzt Weilheim, Oberbayern. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, stimmt. Weilheim liegt noch vorher. Beziehungsweise kommt vorher. Das wollen wir natürlich nicht unterschlagen. In Weilheim besteht auch Anschluss nach Augsburg. So, Signal ist schon wieder umgesprungen auf HP2. Die Türen sind schon wieder geschlossen. Wir fahren hier natürlich auch wieder nach Originalfahrplan. So, ein Ausfahrt ist mit 60 km/h gestattet. Und Überwachung müsste 45 sein. Ja. Also können wir uns befreien. So, unser nächster Halt ist dann Tutzing. Und mit Zugschluss geht es dann hoch auf 110 km/h. Und hier links geht die Strecke weg nach Augsburg. Schönes Bild hier mit der Baureihe 442. Zweite Zugteil ist ein Vierteiler.
VMAX 110, jawohl, es geht leicht bergauf. AP1, VR1. Und nach dem Haltepunkt Tutzing, wie gesagt, oder ab dem Haltepunkt Tutzing, verkehrt dann die S-Bahn mit bis nach Starnberg. Und ich glaube, dann kurz nach Starnberg bekommt dann die S-Bahn ihren eigenen Gleiskörper. Und somit ist der S-Bahn-Verkehr und der Regionalverkehr wieder getrennt voneinander. Höchstgeschwindigkeit erzielt in diesem Streckenabschnitt zwischen Weilheim und Tutzing weiterhin 110 km/h. Jetzt schauen wir mal, dass uns hier die Sonne nicht so arg blendet. VR1 heißt also, das nächste Hauptsignal steht auf Fahrt. VR1 bedeutet Fahrt erwarten. So, und jetzt erreichen wir gleich mit unserem Zug und unseren Fahrgästen Tutzing. ZS3V, Kennziffer 6.
Wir erreichen jetzt Tutzing. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, hier wäre vielleicht noch ein Hinweis schön gewesen auf den Anschluss hier zu den S-Bahnen. So, 60. Tutzing erreichen wir dann auf Gleis 1. Mit unserem Zug der Werdenfelsbahn. Aber die Weiche hierüber werde ich nicht mit 60 fahren. Da beidelt es ja die Fahrgäste hin und her. Und dann einmal die Türen freigeben. Genau, hat man schön gesehen, der Leuchtmelder T. Sobald die Türen dann geöffnet sind, alle erlischt. Oh, und die Jungs hier haben schwer zu reparieren hier am GSM-Zugfunkmast. So, und der nächste Halt ist dann Starnberg. So, Fahrgäste sind eingestiegen. Trittbrett ist auch eingefahren. So, Vmax 45, daraus können wir uns befreien. Denn es geht hoch auf 80. So, und ab hier verkehrt jetzt die S-Bahn München mit. Und hoch geht es mit der Höchstgeschwindigkeit auf 110 km/h. Ja, ursprünglich viel Güterverkehr ist hier natürlich auf der Strecke nicht anzutreffen. Aber wenn natürlich mal ein Umleiterverkehr stattfindet, ja, was eher selten ist, ne, findet hier auf der Strecke Güterverkehr statt. So, dann geht es gleich hoch auf 120 km/h.
VR1 am Vorsignal. Und der Gegenzug. So, steigen können wir der 33.6. Die Hektometertafeln, ja, finden wir alle 200 Meter an einem Oberleitungsstreckenmast angebracht. Und wir fahren gerade durch Possenhofen. So, gleiche Reihe haben wir Starnberg. Der Haltepunkt liegt ja direkt am Starnberger See. Wir erreichen jetzt Starnberg. Ausstieg in Fahrtrichtung links. Und es geht runter auf 60 Stundenkilometer. Und hier rechts liegt auch schon der Starnberger See. Oh, hier auch schon nochmal Kinderspielecke im zweite Klasse Bereich. So, Türen sind geöffnet.
Und hier der Starnberger See. Ja, da kann man sich mal ein Eis gönnen. Okay, die Eisbude ja zu. Ich meine, gut, in der Früh um 5, ne? Pardon. Da hat natürlich die Eisbude noch zu. So, wie sind wir denn von der Zeit her? Ja, pünktlich. Und der nächste Halt ist dann Pasing und dann München Hauptbahnhof. Türen sind geschlossen. Wir warten auf den Schiebetritt. Und dann können wir uns befreien aus Überwachung und Leistung aufschalten, denn wir dürfen hier mit 60 Stundenkilometer ausfahren. Oh, eine EZ-Fahrt. Der nächste Haltepunkt, den wir passieren werden, ist Starnberg Nord. Und mit Zugschluss geht's hoch auf 140 km/h. Starnberg Nord. Wird hier von der S-Bahn bedient. Und dann können wir gleich den Tempomat wieder setzen bei 140 km/h. Und können hier auch mal Platz nehmen. Der Baureihe 442. Hier auf der Strecke gibt es natürlich keine LZB-Ausführung oder Ausrüstung, da ja in der LZB in der Linienzugbeeinflussung erst gefahren wird ab einer Höchstgeschwindigkeit von 165 und ab Tutzing werden ja, glaube ich, 160 gefahren.
Streckenkilometer 206. Da dürften dann so rund 20 Kilometer bis München sein. Das Ganze ist absteigend. Und gleich dürfen wir die 160 km/h voll ausfahren. Da macht man natürlich schon richtig Zeit gut im Vergleich mit der S-Bahn unterwegs zu sein. Genau, und hier geht es jetzt links weg, die zwei Gleise für die S-Bahn. Ja, die Baureihe 4x2 wird ja auch so liebevoll Hamsterbacke immer genannt. Ja, ist irgendwie auch so ein blöder Spitzname. Ja, weil es hier vorne so aussieht wie ein Hamster. So, und dann sind wir eh schon gleich in München-Pasing. Und hier kommt auch schon die erste S-Bahn des Tages. So, erstmal nach München. Und es geht runter mit der Höchstgeschwindigkeit auf 100 Stundenkilometer. Wir erreichen jetzt München-Pasing.
Ausstieg in Fahrtrichtung links. So, Leistung können wir schon etwas rausnehmen. Und hier kommt jetzt auch die Strecke von Augsburg rein, auf der linken Seite. Und schon erreichen wir München-Pasing und nach dem Fahrgastwechsel darf dann die Geschwindigkeit wieder auf 120 erhöht werden. So, rechts die Pasing-Arkaden. Was für ein schöner Sonnenaufgang. Fantastisch. Keine Wolke am Himmel. So, München-Pasing. RegioDB Werdenfelsbahn. So, wir haben ein bisschen Standzeit. Ja, wir sind ein paar Minütchen zu früh. So, knapp 2 Minuten. Aber die Strecke war auch frei. Früher abfahren dürfen wir ja nicht, das heißt, wir müssen die Zeit abstehen. Aber hier auch sehr schön, ne? Was mir auch sehr gut gefällt, hier das Netz der Werdenfelsbahn, beziehungsweise hier auch mit den Sehenswürdigkeiten. Genau, und hier ist dann das Netz der Werdenfelsbahn, der Linienplan, pardon. Genau, und hier sind dann so praktisch die Sehenswürdigkeiten hier entlang der Strecke, die man sich dann doch als Tourist oder ja, Tagesausflügler sich mal anschauen sollte. So, Türen schließen. Wir warten auf den Schiebetritt. Die S-Bahn fährt auch aus Richtung München. Und dann können wir die Geschwindigkeit
auf 120 km/h erhöhen. Unser nächster Halt ist dann der Münchner Hauptbahnhof. So, jetzt waren hier die Fahrseiten getauscht sozusagen. Rechts sind jetzt die Gleise aus von der Strecke München-Augsburg und Nürnberg-Ingolstadt. Und hier links dann die S-Bahn-Gleise. Und jetzt sehen wir die Donnersberger Brücke und dann die Hackerbrücke. Dann geht's auch schon in den Hauptbahnhof hinein. VR2, Langsamfahrt. Einmal Wachsamkeitstaste betätigen. Wir erreichen jetzt München Hauptbahnhof. Dieser Zug endet dort. Steigen Sie dort bitte alle aus. Wir bedanken uns für die Reise mit DB Regio und wünschen noch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. So, und dann geht's runter auf 40 km/h. Wir sehen schon hier rechts das Steilberg von München. Und die Hackerbrücke. Links das Gebäude vom Bayerischen Rundfunk. Geht's kurz vor der Einfahrt noch rund auf 30 km/h.
Endstation dieses Zuges. Bitte verlassen Sie nun alle den Zug. Ausstieg in Fahrtrichtung rechts. Ja, auch hier mit den Anschlüssen, ja, wäre von den Ansagen her gesehen mehr drin gewesen. Aber eine schöne Zugfahrt. So, dann können wir die Fahrgäste aussteigen lassen. Und somit sind wir hier am Zielbahnhof angekommen. Ja, ich hoffe, euch hat die Fahrt gefallen und würde mich dann riesig freuen, wenn wir uns in einer der nächsten Folgen wiederhören würden. Bis dann, macht's gut, euer Matthias AW, Servus.